Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Und ja, in der letzten Folge haben wir uns von Jesper anscheinend verabschiedet. Gut. Kann passieren. Und gehen jetzt auf die große Eiersuche. Ja, mal gucken, wie die so wird. Inal ist die Sprache, die auf allen Kontinenten der Zivilisierten, also der von Lichtgeborenen beherrschten Welt, gesprochen wird. Jo. Ja, genau. Wir sollen hier nämlich die Laubmöweneier aus der Umgebung des Bauernthrons beschaffen. Gefischstürmer-Eier nahe der Schneefelstaverne. Und Vogelfeuereier am Dünheimer Versorgungsschiff. Wir fangen erstmal an mit dem Bauernthron. Gut, die große Eiersuche. Ui, Nacht. Na wunderbar. Ist das hier, wo ich hin will? Ja. Weil das Problem ist natürlich, die anderen sind auch in der Nähe, aber kann ich ja nichts machen, ne? In der Nähe des Bauernthrons. Da oben, okay. Erstmal muss ich diesen Troll hier besiegen. Oh. Okay, ich weiß nicht, ob das Shit stark war oder so. So, und hier sollen diese Dinger sein. Ein Gesellenbuch für Rhetorik. Gut. Oh. Laubmöweneier. Ich soll vier, ne? Finden. Also. Wo kriege ich Laubmöweneier her? Vor allem bei Nacht ist es halt noch beschissener. Kritischer Treffer an Wolf. Aber ich finde Eisbranken. Im Prinzip finde ich aber solche Quests trotzdem noch ganz gut, weil da erkundet man richtig. Was ist das? Bauernküste. Ach so. Aha. Okay, da habe ich zwei Eier jetzt. Ich habe aber nur noch eins. Hier sehe ich kein Nest. Lavendel. Ich vermute, die sind irgendwie relativ leicht zu finden. Was ist das denn? Die Leuchtsteingrotte. Ja, geht doch mal rein. Wer seid ihr? Oh, kein Freund. Sorry. Ich wusste ja nicht. Hätte ja auch freundlich sein können, Alter. Heilige Maria, sieht das geil aus. Alter, das ist episch. Schade. Ich weiß nicht, ob das Arkanistenfieber hier durchsteigt. Ich denke mal eher schon. Echt? Nee, glaube ich nicht. Ey! So.
Ja, ich weiß, heute sollte es Fleisch am Spieß geben. Eine massive Truhe. Ist das euer Ernst? Puh. Das war nicht schlecht. Das war sogar eher sehr gut. Wie immer. Magierfeld, Robe. Stab. Ich kann mal gerade kurz gucken, ob ich die Bücher gelesen schon kann. Die meisten kann ich, ja. Was essen könnte ich eigentlich auch? Käse. Oh. Ich speichere mal und mach diesen Sprung! Geil. Geil. So. Und hoffe. Also hier war noch eine Eispranke, das war übermäßig gut. Hallo. Ich habe ja gehört, ne, ihr seid so ein bisschen, ja, verloren. Es tut mir ja leid. Hier könnten noch ein paar R sein, ne? Oh, hi. So, Knochenmehl, morsche Landbögen bringen mir nix, aber diese hier. Eine Truhe. Nehme ich natürlich mit. Das würde meiner Natürlichkeit nämlich natürlich überschreiten, wenn ich das natürlich nicht mitnehme. Was wäre ich dann für ein Mensch? Ein Laub. Hallo. Hallo. Wie viele habe ich davon jetzt? Drei. Hier noch Gold abbauen. Ei. Das ist eine richtig erfolgreiche Folge. So richtig effizient. Meine Güte. So. Gold. Das ist eine, Achtung, Wortwitz, Goldgrube. So. Drachenfrucht. Ach, da komme ich von unten nach oben wahrscheinlich, wie so ein Fahrstuhl. Ich muss doch eins finden, das wird ja wohl noch machbar sein, oder? So. Das war's. So. Hier müssen wir. Ein so ein Nest muss hier doch noch sein. Kannst du mir doch nicht sagen. Ich beobachte mal den Vogel, wo er hinfliegt. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg dahin ein neues Nest. Sei natürlich ja Pflicht zu dem. Ah, sieht aber sehr danach aus. Ja. Schade. Muss ich das nächste Nest finden. Aber ich denke, auch das wird machbar sein. Ist ja nicht eine Unmöglichkeit, ein Nest zu finden. Es bewegt sich nicht. Es wird angeflogen von den Tieren.
Oh, hi. Daher denke ich, dass man das durchaus finden könnte. Was ist das nochmal? Corundum. Auch gut. Das ist auch was wert. Geld ist Geld, schließlich. So. Aber dieses eine Nest brauche ich noch. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Turm da oben ist. Ich glaube, da habe ich auch gerade so ein Ding gerade abfliegen sehen. Probiere ich mal gleich aus. Okay, ich habe für einen kurzen Moment gedacht, eventuell wäre das auch sinnvoll gewesen, aber bei diesen drei Holzdingern. Verlassener Leuchtturm. Das feuchte Gewölbe, okay. Eine Eispranke auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ein Nest, was nicht voll ist. Das ist doch nicht normal, oder? Das kann es doch jetzt echt nicht sein. Gut, gehe ich noch mal zum Bauernthron. Kann ja nicht sein, dass da nichts ist. Huch. Da sehe ich noch einen. Ich hoffe, ich habe den noch nicht gehabt. Gar kein Problem. So, vier Stück habe ich. Nächster Teil der Eiersuche. Hier an der Schneefelstaverne. Ja, wenn der Ladebildschirm vorbeigeht, dann könnte ich suchen. Wenn er es nicht tut, naja, gut. Hallo, betrunkener Gast. Ja, wie komme ich denn hier drauf? Oder wie kann ich denn hier die Eier suchen? Oh ja. Also ich sehe hier schon zwei Adler, das ist schon mal gut. Ich beobachte euch mal. Jeweils eine nach den anderen. Ich denke, das ist das Sinnvollste, weil hier sind so viele. Wo fliegt ihr hin? Aha. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Hä? Wo ist es? Das kann doch nicht sein, oder? Wo ist das denn? Okay. Kann es ja nicht in den Bäumen sein, oder?
Oh, hi. Okay, weitersuchen. Hier ist nichts. Hier ist ein ziemlich unwegsames Gelände, würde ich es jetzt mal einfach so nennen. Aber unwegsam heißt eigentlich so viel, wie man kann eigentlich gar nicht laufen. Hier ist nichts, aber hier sind auch keine Anhaltspunkte. Hier kannst du doch kein magisches Symbol verstecken. Alter, was ist das denn für ein Fuck? Was ist das? Ein Trankmischer-Rucksack? Aha. Ein Gipfelstürmer-Ei. Wie viele habe ich davon? Eins. Boah, vier. So. Nicht leicht. Sage ich dir. Nicht leicht, die zu finden. Nee, hier bin ich falsch, oder? Wo bin ich denn hier? Hier bin ich komplett falsch. Bin ich ja wieder im Wald und nicht mehr in dem Schneedings da. Biom wollte ich vorhin sagen, aber es wäre auch nicht passend, oder? Doch, eigentlich schon. Eigentlich ist es passend. Biom ist ja kein unpassender Begriff dafür, nur weil er aus Minecraft entstand. Oh, hallo. Das wäre geklärt. Eine kleine Schmuckschatulle. Oh. Ein Hallimarsch. Weißt du, wie man das nennt, wenn man jemanden in den Arsch furzt und das Geräusch kommt zurück? Hallimarsch. Nicht? Ich finde gut. Also, ziemlich gut sogar. Ich dafür, dass der so aus dem Nichts gegriffen. Okay, er war schlecht. Ich geb's ja schon zu. Ah, Brezel. Ein Nierenwurz. Und irgendwo habe ich hier gerade noch einen Adler fliegen sehen. Das heißt, hier ist irgendwo ein Nest. Das ist gut. Das ist sehr gut. Also die hier sind ziemlich schwer zu finden, muss ich einfach mal so sagen. Machbar, aber schwer. So. Wo genau fliehst du hin? Ach, du fliehst da aufs Dach. Ach so. Es war gar nicht in dem Wald nur. Okay, wie komme ich auf das Dach, ist die Frage. So, jetzt habe ich drei Eier. Das vierte. Ich kann ja nicht auf das Dach, ne? Das ist ja
Problem. Wie mache ich das denn? Nee, finde ich ein viertes Nesttier. Zumal die sich ja auch nicht so von der Umgebung ab. Also nicht so anders aussehen, dass man die unbedingt sieht sofort. Also hier sind keine mehr. Ich denke eher südlicher des Hauses irgendwie. Vielleicht hier. Könnte ich mir so am ehesten vorstellen. Es braucht wirklich noch eins, ne? Von dem Gipfelstürmern, ja. Ich speichere auch mal. Weil. Das ist aber ohne Quest, das ist unfassbar. Das ist komplett sowas anderes. Hier sind auch keine. Der hat nix. Wäre auch zu schön gewesen, wenn er so ein Ei gehabt hätte. Aber der hat eben keine Eier in der Tasche. Das, ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, da war ich auch noch nicht. Habe ich. Okay. Aber das Letzte mache ich in der nächsten Folge. Bis dahin und tschüss.